Ihr habt die Rüstung. Sie sitzt gut. Sie gehörte meinem Ältesten, Shigesato. Es ist mir eine Ehre. Ich sprach mit dem Mönch. Was hat Sogen gesagt? Er bietet euch Zuflucht im Tempel. Damit die Mörder meiner Familie wissen, wo ich bin. Wir müssen weiter. Ihr glaubt, Sogen steckt hinter dem Massaker? Er kam kurz vor den Attentätern in mein Haus. Die kleine Ratte war ihr Späher. Das ist kein Beweis für seine Schuld. Nein, aber Grund, ihn zu verdächtigen. Sogen kam zu Beginn des Herbstes aus Kamiagata. Als wir von den Invasionsplänen der Mongolen erfuhren. Der Plan zur Vernichtung meines Clans erforderte Präzision, Planung. Und einen Krieg, um den Verrat zu tarnen. Wo ist dieser Mensch? Das ist Sogen. Er hat es eilig. Folgen wir dem Wolf zu seinem Bau. Bitte, wir sind so hungrig. Ihr leidet nicht aus. Hier können wir hinunter. Ich sollte dem Mönch bloß Angst einjagen. Ich wusste, er verliert seine Ruhe. Macht einen Fehler. Jetzt führt er uns zu seinen Freunden. Bleibt in der Nähe. Man darf uns nicht sehen. Ob mich wohl jemand gesehen hat? Deckung. Hat er uns gesehen? Ich glaube nicht. Er geht weiter. Gehen wir. Was ist das? Steckt euch. Gehen wir näher ran. Masako lebt. Sie hat einen Samurai bei sich. Er hat sicher die Männer beim Haus getötet. Ihr Narren, jetzt wissen Sie, dass ich beteiligt bin. Ihr müsst sie finden. Mäßigt eure Stimme. Ich gehe rein. Kommt erst wieder, wenn sie tot sind. Diese Männer töteten meine Familie. Verschont den Mönch. Der Rest kann sterben. Stellt euch! Ich werde dein Schwert gut nutzen. Für den Azovski-Clan! Ja!
Es gibt kein Entkommen, Sorgen. Ihr habt den Adachi-Clan ausgelöscht. Ich war nur ein Bote. Für wen? Wissen setzt dem Leid kein Ende. Ihr wisst nichts darüber, was Leid ist. Masako. Ich begrub meine Familie. Einen nach dem anderen. Ich brauchte Tage. Doch euch überlasse ich. Den Wölfen. Wir brauchen ihn lebend, bis wir wissen, wem er dient. Unsere Welt hat sich gewandelt. Und Visionäre müssen sich erheben. Wer im Weg steht, wird beseitigt. Sie waren Kinder! Masako! Er hätte niemals geredet. Wir brauchen Informationen. Irgendwas muss uns doch weiterhelfen. Sucht draußen. Ich kümmere mich um das hier. Kommt hinterher zu mir. Ersatzwaffen. Sie haben Verstärkung erwartet. Kein Essen mehr da. Sie waren lange hier. Namen. Und ein Symbol. Masako kennt sie vielleicht. Ihr etwas gefunden?
ihr etwas gefunden? Eine Liste mit Namen und ein Clan-Symbol. Dasselbe Symbol tragen diese Männer. Ich habe es noch nie gesehen. Ein anderer Clan, der die Macht übernehmen will. Wir müssen ihn aufhalten. Das werde ich. Das schafft ihr nicht allein. Wenn mein Onkel davon erfährt, wird er nicht ruhen, bis die Verräter für ihre Tat büßen. Helft mir, dann vernichten wir jeden, der euch verletzt hat. Gemeinsam. Wenn ihr Hilfe braucht bei der Rettung eures Onkels, werde ich da sein. Danke, Fürstin Masako. Bis es soweit ist, habe ich zu tun. Sehr gut, Nobu. Hier! Wisst ihr von dem Samurai, der umherzieht und den Feind tötet? Meine Schwägerin. Ich stelle sicher, dass euer Bogen im bestmöglichen Zustand ist. Ich weiß zu schätzen, was immer ihr tun könnt. Es ist mir eine Ehre. Bringt mir nur die nötigen Rohmaterialien und überlasst mir den Rest. Euch fehlen die benötigten Materialien. Tut mir leid. Wir sehen uns wieder. Thank you.
auf Fürst Akashis Frau. Fürst Sakai, kommt schnell! Fürstin Masako, habt ihr Neuigkeiten über die Mörder eurer Familie? Auf der Liste, die wir fanden, stand Sadao ganz weit oben. Er ist das Oberhaupt des Kuta-Gehöfts. Kutas Leute dienten eurem Clan. Warum wendete er sich gegen euch? Er ist ein undankbarer Verräter. Mein Ehemann ernannte Sadao zum Oberhaupt und er revanchierte sich mit Blutvergießen. Wie ich erfuhr, floh er aus Kuta in der Nacht des Mordes. Er hörte wohl, dass ihr noch lebt. Sadao ist eine falsche Schlange. Aber sein Bruder, Hachi, ist ein Narr. Er kam gerade beim Tempel vorbei, um Essen für die Flüchtlinge zu bringen. Zeit für eine ungeplante Lieferung an seinen Bruder. Und wir sind da, um ihn zu schnappen. Wir müssen los, sonst verlieren wir ihn. Nach dem Vorfall im Gasthaus hatte ich euch nicht mehr im Tempel erwartet. Ich wollte Sadaos Bruder suchen und um die Toten des Adachi-Clans trauern. Habt ihr eure Familie angemessen bestattet? Nicht, solange die Mörder frei sind. Nach dem Tod meines Vaters verabschiedete ich mich in derselben Nacht. Das hat den Schmerz gelindert. Ich habe sie begraben. Das muss ausreichen. Vorerst. Wann habt ihr zuletzt geschlafen oder gegessen? Gestern hatte ich etwas Reis und Fisch. Selbst junge Krieger brauchen volle Mägen und ausgeruhte Schwertarme. Nennt ihr mich etwa alt, Fürst Sakai? Das würde ich nicht wagen. Meinem Schwertarm geht es gut. Wir hätten Hachi längst einholen müssen. Welchen Weg hat er wohl genommen? Beide Straßen wurden benutzt. Sehen wir uns um. Er kann nicht weit sein. Masako, seht. Der Mann mit dem Wagen. Das ist Hachi, Sadaos Bruder. Wo ist denn nur? Da, gut. In Ordnung. Er will fort. Aber wir folgen. Dicht, aber außer Sicht. Sei brav, Ringo. Sonst gibt's nachher keine Karotte für dich. Was für ein schönes Wetter heute. Wenn uns Mongolen begegnen, dann zählt das doch nicht auf mich. Gesellschaft. Sie dürfen uns nicht sehen. Was ist da in deinem Wagen, dreckiger Bergmann? Nahrung? Wasser? Andere Sachen. Zeig her. Aber natürlich. Uns wurde Sack versprochen. Hast du ihn? Noch nicht. Aber ich habe etwas für euren Gast. Ein Treffen. Wir geben es weiter. Er übergab eine Nachricht. Ich bin dann zur üblichen Zeit wieder hier. Wir warten auf dich. Vergesst den Wagen. Folgt diesen Pferden. Braves Pferd. Der Mann ist ein Idiot. Er ist der Bruder des Oberhaupts. Trotzdem ein Idiot. Aber er hat guten Sake. Nicht heute. Heute hatte er nur eine Nachricht. Diese Nachricht ist wichtiger als dein Leben.
Wenn wir sie nicht überbringen, tötet das Oberhaupt uns. Sadao ist ein Familienmensch. Aus einer schlechten Familie. Seine Vettern sind Banditen. Weißt du noch die Unruhen, die ausbrachen, als der Kuta-Hof keinen Reis mehr hatte? Ja. Wer hat wohl die Banditen angeheuert, die die Protestierenden umlegten? Oberhaupt Sadao. Feigling. Also, wenn du das nächste Mal ans Oberhaupt denkst, denk ans Kuta-Massaker. Holzfällerhaus. Von Banditen bewacht. Sadaos Vettern. Er versteckt sich wohl dort. Das wissen wir nicht. Aber wir finden es bald heraus. Zeigt mir, was ihr könnt! Erkenne ich deine Angst im... Leichen beantworten keine Fragen. Da ist jemand im Haus. Den bringe ich zum Reden. Lasst mich zuerst. Eine Nachricht von Sadao. Hachi gab sie den Wachen. Da steht nichts über sein Versteck. Ich werde euch nichts tun. Mein Name ist Sakai. Wer seid ihr? Hina, Sadaos Weib. Mein Mann ist unschuldig. Die Mongolen töteten eure Familie. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Ihr lügt! Sie hilft uns. Und sie kann nicht hierbleiben. Ich bringe sie zu meinem Anwesen. Sie wird mich umbringen! Es wird euch nichts geschehen. Thank you.
das Schwarzpulver der Mongolen in einen Tontopf fülle und anzünde, hätte ich eine Wurfwaffe. Es gibt keinen Ersatz für einen schönen Bogen. Tod aus der Entfernung. Leb wohl. Darf ich mich um euren Bogen kümmern? Thank you.
Fürst Sakai. Fürstin Masako, hat die Frau des Verräters sein Versteck enthüllt? Jedes Mal, wenn ich sie frage, weint sie und schaut weg. Wundert euch das? Nein, nicht wirklich. Vielleicht braucht es einen jungen Samurai. Sie ist drin. Wartet hier. Mein Herr. Fürstin Masako hat vor, mich zu töten. Ich sehe es in ihren Augen. Das werde ich nicht zulassen. Doch ich brauche eure Hilfe. Ich habe euch doch schon alles erzählt. Hachi überbringt Nachrichten für euren Gemahl. Also haben die beiden Kontakt. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis Masako sie findet. Nein, ihr müsst ihn retten. Das kann ich aber nur, wenn ich ihn vor ihr erreiche. Ihr kennt euren Gemahl. Wo kann er sein? Gebt mir Zeit. Das ist wichtig, Hina. Euer Mann tötete Unschuldige. Ich komme wieder. Und? Sie braucht Zeit zum Überlegen, wo er sein könnte. Was war euer Angebot? Lasst uns spazieren. Ich weiß, wo sie uns nicht hören kann. Ich sagte ihr, dass ich versuchen werde, ihn zu retten. Ihr wisst, dass ich ihn töten werde. Ich musste ihr Vertrauen gewinnen. Also habt ihr gelogen. Ich habe gesagt, ich werde es versuchen. Und das werde ich. Was sagt ihr, Hina, wenn ihr versagt, Jin? Dass ihr ihm nicht vergeben konntet. Und dass ich nicht zwischen euch und der Gerechtigkeit stehe. Wohin ich hier auch sehe. Ich sehe nur, wie meine Familie damals starb. Nach dem Tod meines Vaters ging ich lange nicht nach Hause. Ein leeres Haus zerfällt recht schnell. Das ist nicht mehr mein Zuhause. Hier wurde meine Familie ermordet. Kinder mit Spielzeug in ihren Händen. Die Goldschärpe meiner Schwester um ihren verstümmelten Körper gewickelt. Ich kann niemanden beschützen. Ich kann sie nur rächen. Hier sollte Musik sein. Was? Ich habe hier mit meinen Enkeln musiziert, um den Wechsel der Jahreszeiten zu feiern. Ich werde sie nie wieder spielen hören. Danke. Hina! Schnell zum Haus! Wir suchen ihren Mörder. Los! Ich sehe mich mal um. Es muss doch eine Spur geben.
Hier lang. Warum sollte jemand Hina töten? Damit wir Sadao nicht finden. Sie wussten, dass wir sie haben. Der Weg vom Holzfäller hierher war lang. Viele haben sie mit mir gesehen. Dafür habt ihr gesorgt. Ihr habt sie als Köder benutzt. Ich hatte gehofft, ihr Ehemann beißt an. Ihr hättet mich einweihen sollen. Damit ihr mich aufhaltet? Ich schwor, sie zu beschützen. Nur diese Spuren hier. Wer auch immer es war, er war allein. Hina ist tot. Wir brauchen den Mörder lebendig. Wer stellt sich mir zuerst? Hilfe! Eldeia Shiglach! Samurai! Ich blute! Nein, nicht ihr! Hachi, Sadaos Bruder. Warum habt ihr Hina getötet? Ich wollte sie befreien. Sie wollte nicht gehen. Wollte Sadao retten. Sie rief nach euch. Ich wollte nicht. Wo ist euer Bruder? Ich habe versagt. Ich werde ihn nicht verraten. Ihr dürft nicht sterben! Sag mir, wo er ist! Er ist tot. Nein. Hina ist umsonst gestorben. Ermordet von Verrätern wie meine Familie. Die Jagd muss weitergehen. Er hat Nachrichten für seinen Bruder überbracht. Vielleicht hat er eine. Was habt ihr gefunden? Eine Karte mit Lieferrouten. Er brachte Überlebenden in Lagern Essen. Vielleicht versteckt sich Sadao in einem davon. Geht zum nächsten Lager und sprecht mit dem leitenden Mönch. Vielleicht weiß er etwas über die Karte. Was ist mit euch? Ich beerdige Hina. Das schulde ich ihr. Wir treffen uns anschließend beim Lager.
Gut, zeigt mir, was ihr könnt! Chamadach Dulu Chinya Volna. Masako meinte, ich soll den verantwortlichen Mönch finden. Er kann vielleicht die Karte vom Bruder des Verräters lesen. Er ist in Gottkamin. Wenn die Mongolen ihn einfliehen, sollen sie sich gegenseitig bekämpfen. Fürst Sakai, wie schön, euch zu sehen. Yun Shin, ich hätte hier mit euch rechnen müssen. Wie kann ich euch dienen, Herr? Kennt ihr euch hier gut aus? Ich habe all diese Lager eingerichtet. Sagt euch diese Karte irgendwas? Wir geben sie den Karrenfahrern, die Nahrung liefern. Sie zeigen, wo die Lager sind, damit alle versorgt werden.
Ist das Blut? Ist etwas davon nicht eines eurer Lager? Ich höre Gerüchte, dass sich unsere Leute bekriegen in Ariake. Verräter bedrohen unschuldige Leute. Sie ermordeten die Frauen und Kinder von Clan Adachi. Ihr könnt sie zur Verantwortung ziehen. Diese Karte zeigt Ariakes Leuchtturm. Wir haben keine Lager dort, aber man sagt, Banditen wären gekommen. Keine Banditen. Etwas Schlimmeres. Fürstin Masako ist eingetroffen. Sie spricht sicherlich lieber mit euch. Meine Schwester sah noch ein Samurai. Älterer Mann, mit einem Bogen. Konnte sie erkennen, wer es war? Sie sagt... Was habt ihr erfahren? Das Oberhaupt von Kuta könnte am Leuchtturm sein. Den hat der Adachi-Clan für Ariake gebaut. Der Verräter kennt keine Scham. Sadao hat Leibwachen um sich. Wir kommen nicht unbemerkt an ihn heran. Gut. Der Verräter soll gerade genug Zeit haben, sein Schicksal zu fürchten. Dann los. Sadao euch verraten. Ich warf ihm vor, Reis zu stehlen. Aus Profitgier, während unsere Leute hungern. Ihr glaubt, er steckt hinter der Reisknappheit in Kutter. Ich konnte es nie beweisen. Doch es war verheerend. Ich wusste, er verbirgt irgendetwas. Schurken können ihr wahres Wesen gut verbergen. Draußen sind Wachen. Der Feigling versteckt sich ganz oben. Sadao! Euer Kopf gehört mir! Seid ihr so feige? Das wird eine tolle Geschichte abgeben. Du bist kein Dämon, nur ein Mensch wie wir alle. Ihr habt Hina getötet, meinen Bruder! Sie starben wegen euch! Ihr hättet mit eurer Familie sterben sollen! Das wünschte ich auch! Ja. Sadao getötet.
Masako. Er half, all meine Liebsten zu töten. Und wofür? Um seinen elenden Hass zu stillen. Als die Mongolen die Samurai besiegten, wollte ich mit ihnen sterben. Ich stürzte mich wissentlich in eine verlorene Schlacht. Es war leichter. Wie lebt ihr weiter? Ich denke an die Leute, die ich schützen und die Toten, die ich rächen muss. Dass Adao tot ist, wird der Verantwortliche erfahren, dass ich lebe und ihn jage. Er wird Angst bekommen, einen Fehler machen. Seid vorsichtig, Masako. Ihr auch. Ihr seid nun ein Teil davon. Wir finden die anderen Verräter auf der Liste. Doch zuerst müssen wir meinen Onkel retten. Ich bin auf dem Kaneda gehöft, falls ihr mich braucht.